So, Freunde, die will irgendwas von uns. Hallo, Spectre. Hi. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ich bin momentan sehr beschäftigt. Natürlich sind Sie das. Mhm. Aber ich biete Ihnen einen einfachen Job bei sehr guter Bezahlung an. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten. Und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Finden Sie jemanden anderes für diese Drecksarbeit. Ich werde nicht an einem Bandenkrieg teilnehmen. Wie dem auch sei. Hier sind die Koordinaten. Es ist Ihre Entscheidung, was Sie damit machen. Wollen Sie wirklich diese Männer leben lassen, obwohl Sie sie aufhalten können? Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Was ist hier nun mit den Leuten los? Die wollen dauernd, dass wir irgendwen für sie umbringen oder Beziehungsprobleme lösen oder... Alter, ich will doch nur zu meinem Schiff. Hier ist der Markt. Auf der anderen Seite finde ich es ganz cool, weil wir die Stadt hier mal ein bisschen anschauen können. Schaut mal, ein Vrex, ein Krogana. Mm. Selber. Mm. Schaut uns an und macht... Mm. Die Leute hier, ne? Keine Manieren, keinen Anstand. Schlimm ist das. Wo soll das? Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das? Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Hm? Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn sie ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit ihnen zu treffen. Wer? Commander Shepard, ich gehöre zu den Spectres. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Ich schieße dir gleich die Ladung. Ja, Shaira? Plasma. Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ins ich Gesicht. Wünsche, Sie zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Was ist denn jetzt los? Hallo, Madame. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, Sie jetzt zu sehen. Wo finde ich Sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Was ist denn hier los? Wo sind wir denn überhaupt? Ist das hier so ein Therapie? Eine Therapierunde? Die anonymen Alkoholiker? Oder... Ja, eindeutig, da stehen schon die ersten Flaschen. Das ist ganz klar. Eieieiei. Wieso ist da ein Bett? Wieso hast du ein Bett in deinem Schlafzimmer? Das ist nah genug, Commander. Oh. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Also die Psychiaterin bittet uns, ihr Problem zu lösen. Ja... Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Problem. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Hör auf, mich zu befummeln! Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Bitte. Mehr verlange ich auch nicht. Mist. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Hör mal auf, mich zu knuddeln. Ich bin ein Soldat. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Klienten? Ich glaube, ich weiß, was das hier ist, Freunde. Oh. Oh. Gott sei Dank haben wir eine Rüstung an. Da kommt die mit ihren Grapschefingern nicht durch. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten wissen nicht, was sie beim ersten Mal erwartet.
Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich habe nur Gutes über die Konsortin gehört. Aber... Das Unbekannte zwingt uns, den gewohnten Weg zu verlassen. Und dann fühlen wir uns verwundbar. So ist es. Genau das habe ich eben auch gedacht. Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arkos war. Ja, aber seit Fist es übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr hin. Die besten Lounges werden scheinbar von Läden wie Koras Nest ersetzt. Die Botschafter-Lounge ist nicht schlecht, aber das Entertainment-Programm ist todlangweilig. Sie wird halt von Bürokraten geführt. Wahrscheinlich haben sie Mond... Oh, jetzt weg. Ich glaube, Mondpreise hätte es heißen sollen. Die Käfer haben lustige Beine. Okay. Dieses Nest können wir eben gehen und mit dem reden. Lebt da überhaupt noch jemand? Da haben wir doch alles zusammengeballert letztes Mal. Die lassen uns da doch nicht mehr rein. Nest. Ach, Freunde. Wir kommen, wir schießen, wir gehen. Ich mag Shooter. Kann man das überhaupt als Shooter benennen? Ein bisschen, so ein Halbshooter. Mal, speichern. Ich habe zwar mein Schiff immer noch nicht gefunden, aber es ist ja auch egal. Wir sind ja nur der Captain. Es macht nichts, wenn der sein Schiff verliert. Ja, das Entertainment ist hier definitiv besser. Ich finde das Kostüm geil. Nur der Arsch ist blau. Ist der Hammer. Bin begeistert. Was ist bei ihr blau? Auch der Hintern. Bei ihr ist mehr blau. Ach so, weil die andersrum steht, deshalb. Cool. Commander, was wollen Sie? Was belastet Sie, General? Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, General, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Sie sind mir ein General. Was geben Sie Ihren Truppen für ein Beispiel? Die Truppen können mich mal. Ich will nur in den Ruhestand gehen und bei ihr sein. Die will ich aber nicht. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Haben Sie jemals eine Schlacht in einer Bar gewonnen, General? Ha, Krieg! Genau so fühlt es sich an. Wie konnte es nur so weit kommen? Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es wäre produktiver, als hier herumzusitzen. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert. Auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Stehen Sie auf und gehen Sie, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe. Ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Och, jetzt will der auch noch was von uns. Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Warum können Sie es ihm nicht selber sagen? Das letzte Mal, als wir uns sahen, habe ich seine Ahnen beleidigt und seine Geheimnisse ausgeplaudert. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Ja. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten, die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben. Ist der General über dem Commander, oder wie? Da ist auch noch eine. Die sind schon heiß, die Mädels, die Blauen, ne? Die Asari. Naja, dürfen wir nicht lang. So, mit Harkin haben wir in einer der ersten Quests schon geredet. Gehen mir glatt die R aus. So, jetzt mal wieder vernünftig. Botschaft, ich glaube, das ist da, wo wir reingeplatzt sind, Freunde. In der letzten Folge habe ich ja auch verzweifelt die Normandy gesucht.
Und da sind wir in so ein Gespräch reingeplatzt. Ich glaube, das war das. Hier sind wir jetzt aber falsch. Hm, könnte auch klappen. Ist das wirklich? Wow, Sie sind es! Konrad! Hi, Konrad! Sie sind Commander Shepard, Konrad! Der Herr von Eden Prime. Ja! Es ist mir eine große Ehre, Sie kennenzulernen. Hallo, Konrad! Schön, Sie kennenzulernen. Und Sie sind... Konrad! Mein Name ist Konrad. Sag ich doch. Konrad Werner. Oh ja. Angeblich haben Sie auf Eden Prime mehr als 100 Geth getötet. Es gibt so viele Gerüchte. Ich war zu beschäftigt, um sie zu zählen. Hey, Sie sind bestimmt sehr beschäftigt. Aber würden Sie mir vielleicht ein Autogramm geben? Ich habe keine Zeit für sowas, Konrad. Ich bin nicht hier, um als Vorbild zu dienen. Genau, Konrad. Oh, verstehe. Commander Shepard hat keine Zeit für die kleinen Leute. Genau, Konrad. Ich möchte Sie natürlich auf dem Weg zu weiteren Heldentaten nicht aufhalten. Was? Nur weil ich ihm kein verficktes Autogramm geben will? Alter, das, Freunde, wir sind kein Hip-Hop-Star, wir sind verdammter Commander. Es ist ein Kontoauszug. Da steht, dass ich was bei Ihnen gekauft habe und wann. Schön, dass Sie was bei mir gekauft haben. Aber es beweist nicht, dass dieser Gegenstand aus meinem Laden stammt. Aber ich habe hier sonst nicht... Also, wo ist das jetzt? Botschaften. Jetzt schickt er uns wieder nach da und er schickt uns dann wieder nach da. Ich wollte doch eigentlich nur die Hauptquest machen, aber ich finde mein Schiff nicht mehr. Nee, Moment. Fürs Schiff ist auch eine Second Quest. Ach, das ist alles so verwirrend. Fürs Schiff, da wollten wir die Schwester retten. Schwester retten. Mach die Tür auf! Schneller. Danke. Hier. Guck mal. Hier ist immer falsch. Der ist so süß, wie der da drauf guckt. Wie so ein kleines Kind, das den Film anschaut. Nur viel größer und dicker. Nee, hier ist falsch. Ah, jetzt weiß ich aber wieder, wo es ist. Verdammt, diese Kacktür geht immer nicht auf. Das ist doch alles so deprimierend. Und im Grün will ich auch nicht mehr sein. Ich will nicht mehr grün sein. Nie wieder. Ja. So, ja, perfekt. Wir sind jetzt gelb. Ich habe keine Ahnung, was ich da angezogen habe. Wir sind jetzt bunt. Viel besser als grün. Dabei mag ich grün eigentlich. So, waren die hier oben? Ja, ich glaube. Hallo. Was ist los bei euch? Überrascht. Auf ein weiteres Mal willkommen, Menschen-Commander. Hilfsbereit. Wie kann ich Ihnen heute weiterhelfen? Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Achso, der da. Bedauernd erklärend. Seid gegrüßt, Menschen-Commander. Leider bin ich gerade beschäftigt und darf mich nicht ablenken lassen. Ich bin gekommen, um über Ihr kleines Problem zu reden. Neugier. Dann wissen Sie also etwas über die Konsortin und Ihr Verhältnis zu mir? Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Wir haben den Beweis. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ja. Ich denke, Sie haben recht, ja. Menschen-Commander. Danke für diese Information. Ich hab dich lieb. Erschreckte Erkenntnis. Ja. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Ja. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Das wird nervös schon. Nervös entschuldigend. Ja. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Ich bin sicher, dass sie Ihnen vergeben wird. Sie haben nicht bösartig gehandelt. Leise daran zweifelnd.
Ich hoffe, Sie haben recht, Menschen-Commander. Jesse! Ich würde es mir sehr wünschen. Ich hab dich lieb. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Bitte. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Aha. Der neue Spekter des Erdenclans. Sie haben sich wohl verlaufen. Ihren Botschafter finden Sie nebenan. Tadelnd, zurechtweisend. Seien Sie nicht so unhöflich, denn Sie könnten sich zumindest vorstellen. Nun gut. Ich bin Dean Korlak, der Botschafter der Volos. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Erdenclan-Mensch? Die Volos! Auf Wiedersehen, Botschafter. Der sieht doch aus wie so ein Volo. Auf Wiedersehen, Erdling. Ja, sei nicht so böse, ich mag dich. Ich hab ihn lieb und er mag uns nicht. Gemein. Aber ich gebe zu, meine Liebe kann man sehr leicht verdienen. Indem er knuffig aussieht. Der riesige Wal war so toll, wie er sich gefreut hat. Und erleichtert war und alles. Oh, so schön. So, jetzt möchte ich aber die Schwester retten und dazu will ich auf mein Schiff. Hört ihr? Auf mein Schiff! Hat das jetzt irgendwer gehört? Die Sicherheitsakademie ist, glaube ich, richtig. War da nicht der Aufzug zum Schiff? Führt hinunter zur C-Sicherheit. Andockbucht! Ha! Tada! Ha! 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 Ich habe mein Schiff gefunden. Da muss ich den richtigen Anzug wieder anlegen. Und ich möchte noch mal feststellen, was für süße Füße die beiden haben. Die haben voll die Hauspantoffeln an. Die sind voll niedlich. Ihre biotischen Fähigkeiten sind sehr beeindruckend, Dr. Zoni. Ist das typisch für Asari? Die Asari besitzen zwar angeborene biotische Fähigkeiten, aber es haben nicht alle den Wunsch oder die Fertigkeit, diese Fähigkeiten effektiv zu nutzen. Und die Asari sind die fortschrittlichste Rasse im Rat. Ich frage mich, ob alle Zitadellrassen schließlich zu geborenen Biotikern werden. Das klingt ja fast ein bisschen neidisch. Apropos Anzug, ich wollte sowieso mal unser Inventar überprüfen, ob wir wieder irgendwas Besseres gefunden haben. Andockbucht. Wo bist du, meine Andockbucht? Da längs, oder? Nee, mach das weg. So, ich glaube da längs. Er will da durch. Ach, das ist wieder ein Aufzug. Ey, diese Aufzüge. Der hat wenigstens schöne Musik. Vorsitzender Burns vom Parlamentarischen Unterkomitee für transhumane Studien wurde von Biotik-Extremisten entführt. Nein! Die Biotiker befanden sich auf einem Frachter und wurden zuletzt im Hades-Gamma-Cluster gesehen. Es wurden bis jetzt noch keine Forderungen gestellt. Hades? Ich werde mal mein Volo fertig malen. Der ist schön geworden. Mein Volo. Sind wir bald da? Sind wir bald da? Ich muss mal aufs Klo. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwie sah es bei unserem Schiff anders aus. Hier ist nicht mein Schiff. Das sind die falschen Schiffe. Ach, der ist das! Den kennen wir doch. Mit dem haben wir letztes Mal gequatscht. Freunde, wir sind falsch. Wieder Aufzug fahren. Ich hasse Aufzug fahren. Und gelb hasse ich auch. Nee. Normales Gelb mag ich, aber diese Eierfarbe finde ich furchtbar. Dieses Eigelb-Gelb. oder Bananengelb. Oder Käseflips. Im Gedenken an Eden Prime bringen wir ein Porträt der mutigen Soldatin Nirali Bhatia. Soldatin Bhatia war eine hingebungsvolle Ehefrau und talentierte Köchin und schloss sich im Verlauf des Ausbildungsplans dem Allianzmilitär an. Oh. Nach Ende ihrer Dienstzeit wollte Frau Bhatia ein Restaurant eröffnen, doch stattdessen verlor sie beim Schutz der Kolonisten auf Eden Prime ihr Leben.
Weitere Kurzporträts mutiger Soldaten und Freistellen beim Militär finden Sie beim Allianz-Militär im Extranet, wenn Sie das Keyword Mut eingeben. Vor allem das Extranet, ne? Tjo, mein Volo ist wunderschön. Wo ist denn mein Schiff? Kann sein, dass wir da hoch müssen? Nee, da kommen wir her. Wenn, dann müssen wir da hoch. Es ist alles so verwirrend und überall sind Fahrstühle. Ich hasse Fahrstühle. Oh, Freunde. Sie müssen es genießen, nach so langer Zeit in proteanischen Ruinen wieder zurück in der Zivilisation zu sein. Nein. Städte und Stationen waren stets der Zufluchtsort meiner Mutter. Ich hingegen genieße die Einsamkeit meiner Ausgrabungsstätten. Oh Gott. Das Schiff, auf dem ich aufwuchs, war immer laut und voller Leute. In der Einsamkeit einer Ausgrabungsstätte würde ich verrückt werden. Ja, ich glaube ich auch. Aber man gräbt ja da nicht alleine. Ist ja nicht so, dass man da wirklich einsam ist, oder? Weiß ich ja nicht. Ich habe noch nie gegraben. Außer mit World of Warcraft. Ein paar Fragmente ausgegraben, mehr nicht. Wo ist unser Schiff? Ich mag jetzt rumfliegen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Die Normandy. Wir sind da. Moment. Da, wir sind da. Da sind wir. Captain an Bord. Wer bist denn du? Geh da sofort aus meiner Schleuse raus. Tut mir leid, Commander. Die Normandy ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. Tut mir leid, Commander. Die Normandy ist verriegelt. Botschafter Udina hat den Befehl gegeben. Jetzt habe ich für 12 Quadrillionen Stunden dafür verwendet, dieses scheiß Schiff zu suchen und jetzt dürfen wir nicht damit fliegen. Oh, ich wollte doch die... Ja, aber... Hä? Also, Freunde, wir sind jetzt das zweite Mal in der Zitadelle. Francis Kitt sprach über seine Pläne, Hamlet mit Elcor-Darstellern zu verwirklichen. Die Produktion wird den Elcor das dramatische Theater näher bringen, wobei sich Hamlet der Elcor Körpersprache und Pheromone bedienen wird. Kitt sagt, dass er einem menschlichen Publikum überdies die Chance geben möchte, Hamlet anhand seiner Taten und nicht seiner Emotionen zu beurteilen. Was? Was ist nur los mit den Leuten? Was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, weil wir das erste Mal in der Zitadelle haben wir die Quest nicht annehmen können. Da gab es die noch nicht, da war die noch nicht da. Und jetzt haben wir sie angenommen und können sie nicht ausführen. Das ist doch irgendwie Käse, oder? Kommt mir das nur so vor. Das Gute ist, ich habe jetzt so halbwegs ein Bild von diesem Gebäude, von dieser Raumstation. So, wir müssen. Flux war das, ne? Das war jetzt diese Kneipe, wo der Typ ist, der uns irgendwie weiterhelfen können soll. Die Betonung liegt auf soll. Weil immerhin wurden wir von allen ganz schön verarscht. Moment mal. Jetzt checken wir mal das Equipment. Sturmgewehr ist egal. Pistole. Kann man die eigentlich... Ja, die kann man durchsetzen. Sehr schön. Nett. Stiletto. Die ist schon mal besser, die Naginata 5. Das war's. So, dann schauen wir mal. 13. 32. Skorpion 5. Das ist die wir hatten, ne? Und die Skorpion 5, wie ist die? Die ist noch besser. Oh, wieder Wüstentarnfarbe, alles cool. Ah, so, ihr beiden noch? Jupp. Und du kriegst auch noch eine schöne. Hatten wir nicht noch eine? Ah, die hat schon eine ziemlich gute, deshalb. Okay. Dann schauen wir doch mal, was der von uns will. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gleich wieder Krieg gibt. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Jeder weiß, dass Fist mit den Kriminellen unter einer Decke steckt.
Mir sind die Hände gebunden, Rita. Ich würde sie sofort zurücknehmen, aber sie will nicht. Ich weiß, ich weiß. Ich werde... Willkommen im Flux. Ich bin Doran. Was kann ich für Sie tun? Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Okay, dann sind wir schon wieder weg. Oh, voll angepisst. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadellsicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Yep. Die Zitadellsicherheit wird sie doch beschützen. Sie können nicht immer auf sie aufpassen. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadellsicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Ja, das solltest du wirklich. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen, so wie man sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann, und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun Ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird Ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Ach du Scheiße. Also unten sind ja eigentlich die negativen Entscheidungen, ne?
Wenn Sie Glück haben, wird die Patrouille Sie nicht erwischen. Ich werde vorsichtig sein. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Hm. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Ach du Schande, Freunde. Hochverrat und so. Ja, dann reden wir jetzt noch kurz mit dem anderen Club und dann verziehen wir uns. Verzeihen Sie bitte. Was? Hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Ich will keine Werbetexte hören. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Ich möchte, dass Sie ein Mentalstimulanz für mich kaufen. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Die Beschaffung Ihres Mittels steht nicht ganz oben auf meiner Liste, Kieler. In welchem Jahrhundert leben Sie? Glauben Sie etwa, die Salarianer zögern, sich selbst zu pushen? Wenn Sie mir nicht im Namen der Menschheit helfen, dann werde ich jemand anderes finden. Mach mal. Das ist... Dem seine Drogen zu beschaffen, ist echt nicht unser Problem. So, Freunde, gehen wir nochmal in den Club. In das Nest. Dings da, bums, das Nest. Ich glaube allerdings nicht, dass wir die Stripperin davon überzeugen können, nicht mehr zu strippen. Wer bist denn du? Finch. Ich kenne dich doch. Man hatte mir gesagt, dass du es seist. Kaum zu glauben. Shepard ist jetzt erwachsen und beim Militär. Finch? Wieso kenne ich den Namen? Sind wir uns schon begegnet? Ich bin Finch. Vielleicht erinnerst du dich nicht mehr an mich, aber wir waren beide bei den 10th Street Rats. Vielleicht kannst du dich ja gar nicht daran erinnern, in einer Gang gewesen zu sein. In den Videos über dich wird nie was davon gesagt. Stimmt. Ich war bei den Rats, aber das ist lange her. Wir wollen keinen Ärger machen, sondern dich nur um einen kleinen Gefallen bitten, Shepard. Aus alter Verbundenheit. Einer der Rats, Kurt Weissman, wurde von den Turianern eingebuchtet. Vielleicht kannst du mit der turianischen Wache in der Bar reden und ihn rausholen. Ich werde mit dem Turianer reden und sehen, was sich machen lässt. Danke, Shepard. Ich wusste, dass man sich noch auf dich verlassen kann. Die Wache ist in Koras Nest. Wenn du dich darum kümmerst, werde ich dich zukünftig in Ruhe lassen. Eigentlich hätte ich ablehnen sollen. So, hey. Dubiosen Sachen machen wir nicht, weil wir sind nicht abtrünnig, sondern voll cool. Und voll militär und so. Jena. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Sie tut so, als wäre sie tapfer. Ich hab zu tun. Die anderen Kellnerinnen können ihnen helfen. Geht nicht. Kann sie nicht erschießen. Nicht jetzt. Ich habe zu tun. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Kann ich Ihnen helfen? Ein Mann namens Finch wollte meine Autorität als Spectre missbrauchen, um Kurt Weissman zu befreien. Den Xenophobiker. Hätte ich mir denken können, dass er nicht alleine arbeitet. Danke für diese Information. Wir werden die Zellenwache für ihn verstärken. Ich wusste, dass du uns reinlegen würdest, Shepard. Jetzt wirst du dafür bezahlen. Wir werden allen deine Story erzählen. Dann wissen diese Aliens, wen sie zum ersten menschlichen Spectre gemacht haben. Schon in Ordnung. Oh ja, krass.
Was willst du damit erreichen? Diese Gangzeiten liegen doch längst hinter mir. Du gehörst immer noch zu uns. Wenn du uns nicht hilfst, werden wir deinen Namen durch den Dreck ziehen. Deine Alien-Freunde werden deinen Spectre-Status überdenken müssen. Dann bist du erledigt. Es sei denn, du zahlst uns 500 Credits. Mist. Ich lass mich doch nicht erpressen. Meine Mission ist zu bedeutend, um sie durch jemanden wie dich zu gefährden, Finch. Das war jetzt aber krass. Beeindruckend. Vielleicht wird uns der erste menschliche Spectre doch nicht enttäuschen. Auf Wiedersehen, Spectre. Vorbildlich plus zwei. Wir haben jemanden erschossen. Chillig. Treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Einfach gehen. Reden Sie mit mir? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Yep. Sicherheits. Da müssen wir eh hin, das ist unser Schiff. Oder? Wir müssen jetzt einfach nur aufs Schiff gehen. Der Typi macht den Rest, unser Ex-Captain. So, der Transit war doch irgendwo da hinten, oder? Wahrscheinlich wäre der andere Weg schneller gewesen, die Treppe hoch. Ist auf einmal so ruhig hier. Ah. Oh, sicher kann ich das zurücknehmen. Sag mal, was labern eigentlich die da die ganze Zeit? Nichts Wichtiges scheinbar. Seesicherheit. Okay, ach, das C steht für Citadel. Huhuhu, ich bin so schlau. Die Citadel-Sicherheit. Ja, wo ist der jetzt? Wo soll ich jetzt den besoffenen Typen hier finden? Ich sehe hier keinen besoffenen. Keine Schnapskatze da. Die Schnapskatze. Glaube ich zumindest. Schnapsi? Können wir hier was anglupschen? Okay, Jalik. Ich bin Detective Jalik. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Du sitzt in deinem Büro. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Ich verstehe nicht. Sie hätten Jennas Deckung auffliegen lassen können. Jo! Wir waren dort, um ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten sie genau im Auge. Es ist zu gefährlich. Finden Sie einen anderen Weg. So einfach ist das nicht, Shepard. Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Kommt drauf an. Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jennas Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Citadel gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Der Depp vom Dienst. Von wegen, Commander, Freunde. Einfach nur der Depp vom Dienst. Eieieiei. Die unteren Märkte. Wie kommen wir jetzt zu den unteren Märkten? Karte bringt uns nichts, weil wir nur die aktuelle angucken können. Quietsch mich nicht so laut an, du hast mich erschreckt, du Computer.
Märkte. Die unteren Märkte. Es müsste ja eigentlich direkt vor dem Club sein, oder? Da, wo wir die ganze Zeit durchgebummelt sind. Die haben schon coole Kleider hier teilweise. Der Expat, weißt du. Das ist einer von den Volos. Heißen die eigentlich so, oder habe ich das... Keine Ahnung. Jax. Volos, Wonos, irgendwie so. Stehen bleiben. Hallo. Das ist nah genug, Soldat. Du hast nur 3 Finger. Haben Sie mein Geld? Haben Sie die Mods? Zeig ihr die Waren. Das sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Bitte sehr. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Kommt, Männer. Wir sind hier fertig. Du hast nur 3 Finger. Und wieder zurück. Also, wir hätten ihn jetzt auch direkt verhaften oder umlegen können, aber wir machen so, wie der Kopf es gesagt hat, weil der hat immerhin ein Büro in der C-Sicherheit und da gehe ich doch mal stark davon aus, dass der seriös ist und das alles schon unter Kontrolle hat. Zumindest hoffe ich das. So, da lang war es, glaube ich. So. Bitte schön, Schnapskatze. Commander, Sie haben etwas für mich? Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Was Jenna betrifft... Ich kümmere mich darum, dass wir sie sofort aus Koras Nest rausholen. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Gut. Ich habe kurzzeitig schon an Verrat gedacht, dass die das uns irgendwie unterschieben wollen, dass wir da illegal Waffen kaufen. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Jetzt können wir endlich zu unserem Chef. Chef, 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 ich habe dich vermisst, Babylein. Die Mami ist wieder an Bord. Alle 3 Mamis. Hallo? Ja, passt schon. Alle 3 Mamis sind wieder da. Eine Forschungsstation auf Noveria wurde zerstört. Der genaue Grund dafür ist bis dato noch nicht bekannt. Angesichts der auf Noveria durchgeführten Forschungen geht man davon aus, dass die Zerstörung auf ein fehlgeschlagenes Experiment zurückzuführen ist. Administrator Anoles hat nur wenige Details bekannt gegeben. Bisher wissen wir nur, dass die Untersuchungen und Reparaturen vorangehen. Anoles. Das ist die blaue Chefin, oder? Anoles. Ich komme mit den Namen nicht klar. Weder die Völker noch... Ich weiß auch nicht. Ich nenne die einfach weiterhin Miezekatzen und Hexen und die Volos. Die liebe ich sehr und überhaupt. Und die Kaugummis, die sind auch toll, die Hubabubas. So, ihr Lieben, dann war's das für heute mit Mass Effect. Wir speichern jetzt und dann haue ich mich in die Schlafkoje, denn es ist schon 14:45 Uhr. Das ist eindeutig Schlafenszeit für die Eerie. Macht's gut, ihr Lieben.